Wer war Jakob? Jakob lebte vor etwa 4000 Jahren im Mittleren Osten. Er war der Sohn von Isaak. Er bekam von Gott den Namen Israel und wurde somit zum Namensgeber des israelitischen Volkes. Als er ein junger Mann ist, erschleicht er sich durch eine List den Segen seines Vaters und somit sein Erbe, das eigentlich für seinen älteren Bruder Esau vorgesehen war. Weil Esau so wütend auf Jakob ist, dass er ihn umbringen will, muss er fliehen. Er kommt bei seinem Onkel Laban unter, arbeitet für ihn und heiratet seine Tochter Rahel. Durch einen Trick bringt ihn Laban dazu, zusätzlich noch seine weniger attraktive Tochter Lea zu heiraten. Jakob hat 12 Söhne. Seinen Lieblingssohn Josef bevorzugt er, weil er Rahels Sohn ist. Josefs Brüder sind wütend auf ihn und verkaufen ihn in die Sklaverei. Jakob erzählen sie, ein Tier habe ihn getötet. Einige Jahre später bricht eine Hungersnot aus. Jakobs Söhne gehen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen und erfahren, dass Josef inzwischen ein einflussreicher Mann geworden ist, der für Ägypten den Getreideverkauf verwaltet. Als Jakob erfährt, dass sein Sohn noch am Leben ist, zieht er mit seiner ganzen Familie zu ihm nach Ägypten.